Ich habe das ja schon am Sonntag noch auf der Pressekonferenz in Salzburg gesagt. Die zwei besten Gegner haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kommen keine stärkeren mehr nach. Wenn wir oder wenn es uns gelingt, in die nächsten Runden so zu gehen, mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, auch mit dieser spielerischen Qualität und unsere Fehler im Defensivverhalten abstellen, dann werden wir viele Spiele gewinnen im Frühjahr. Und das Ziel ist es natürlich, morgen gleich damit zu beginnen. Also es war echt ein turbulentes Spiel, aber wie gesagt, also, dass wir dreimal zurückgekommen sind, das ist echt richtig, das zeigt richtig Charakter. Und ich war auch schon nach der Austria-Pleite, muss ich auch sagen, dass ich nicht unzufrieden mit der Mannschaftsleistung war. Und wenn wir halt genau darauf aufbauen, einfach, dass wir diesen Einsatz für den Tag legen und diesen richtigen Willen einfach, dass wir es noch packen wollen als Mannschaft, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, jetzt, was jetzt in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen kommt. Und, es liegt einfach eigentlich alles in unserer Hand jetzt, wie wir jetzt die nächsten Spiele bestreiten. Jetzt haben wir im Frühjahr gegen Austria, glaube ich, zweimal nicht aufgepasst, dreimal nicht aufgepasst und der Hosiner hat das eben eiskalt ausgenutzt. Also ich glaube, wir werden wenig Spiele in der Saison finden, wo der Gegner zu so wenig, wo man so wenig zugelassen haben wie gegen Austria. Der hat halt gerade seinen Lauf und hat alles getroffen. Jetzt in Salzburg war es was natürlich anders, weil auch Salzburg natürlich ganz anders spielt wie Austria. Also Salzburg spielt viel offensiver, spielt viel offener und darum hat man auch als Gegner mehr Möglichkeiten. Das erste Tor, ja, habe ich so in der Art und Weise noch nie gesehen. Möchte eigentlich in Force auch fragen, was er da wollte. Weil wenn er das kann, dann hat er in Österreich nichts verloren. Wenn er einen Ball mit 100 km/h auf die Mittelauflage schießt und der Soriano mit der Ferschen genau dort für den Kampel ablegt, dann sind sie überqualifiziert für Österreich. Also ich glaube eher, dass ihm der abgerissen ist. Ich kann mir das nicht erklären, wie der Schuss vom Forster da ins Mittelfeld. Es war ein Schuss, es war ein richtiger Schuss. Da haben wir hinter Gerson dann schlecht geschlossen, okay. Zweites Tor, was wir bekommen haben, ärgert mich am meisten, weil das wieder aus einem Out-Einwurf entstanden ist, wo wir uns gegen Austria schon das erste Tor eingefangen haben, wo dann Schrammel die rote Karte gesehen hat schlussendlich. Das sind Dinge, die mich am meisten ärgern, weil wir das auch schon öfters angesprochen haben. Und das dritte war eindeutig in Lukas ein Fehler und da sind wir alle froh, dass wir das noch korrigieren haben können. Ich habe aber auch gesehen, dass der Königshofer den von Ulmer beispielsweise ans Lautenkreuz noch abgewehrt hat. Und du weißt, ich werde meinen Spielern immer Fehler auch zugestehen. Beim Lucke war es so, dass er toll begonnen hat, wie wir reingestellt haben, dass er in der letzten Saison seine Fehler gemacht hat und jetzt gilt es für ihn einfach, die Lehren daraus zu ziehen und wir beobachten das ganz genau und im Moment ist der Terenz der Einzige, der morgen fix spielt. Erlebnis wunderschön, Ergebnis ausbaufähig, würde ich sagen. Man könnte ja jetzt meinen, es wäre auch schön, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Aber auch das hatten wir schon und da waren auch nicht alle so richtig glücklich und zufrieden. Da sind wir immer noch nicht, aber wir erfreuen uns dann natürlich trotzdem daran, wie unsere Mannschaft. Also lange in Unterzahl das gemacht hat, das war gut, das ist der richtige Weg und das macht Spaß zuzugucken und ich glaube, es macht auch jedem Spaß und es hat mir auch Spaß gemacht. Besonders hat es mir Spaß gemacht, unten auf der Bank zu sein. Ich hatte ja so ein bisschen, sagen wir mal, die Problematik in meinem Kopf, wo ist es das Richtige, das Spiel mitzuverfolgen, um ein richtig gutes Gefühl für alles zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich kenne mich jetzt noch nicht so richtig gut aus hier und deswegen wäre es, glaube ich, besser, wenn ich unten auf der Bank sitze. Und das ist auch, glaube ich, richtig und wie gesagt, das hat auch Spaß gemacht. Wie der Helmut richtig gesagt hat, können wir mit dem Gezeigten bis jetzt durchaus leben, da war viel Gutes dabei. Allerdings war es schlussendlich nur ein Punkt aus zwei Spielen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, dass es den Menschen, die ins Stadion kommen, Spaß gemacht hat. Und ich habe nichts Negatives gehört, es sei denn, man ist wirklich nur aufs Ergebnis losgegangen. Ja, deswegen kann man nie 100% zufrieden sein, weil
Ich war, ich habe mich richtig geärgert, denn als ich in die Halbzeit gegangen bin, weil ich da jetzt die zwei, drei Chancen ausgelassen habe, wo, also zwei müssten wirklich drin sein. Und da sieht dann halt einfach da ein bisschen, ja, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Beim ersten, wo Borgi so gut durchgesteckt hat, hätte ich ihn nochmal annehmen müssen, rechtsschießen müssen. Und dann habe ich das in der zweiten Halbzeit dann genau umgekehrt gemacht, dass ich dann nochmal den Ball annehme. Und dann, bis ich ausgeholt habe, war dann auch schon der Ball schon lange weg. Und ja, das ist halt, das Ding, da muss ich ein bisschen cleverer werden. Aber es. Wie gesagt, kannst du nicht mehr zufrieden sein, also wenn du halt triffst, aber noch so viel mehr auslässt und dann wer weiß, was passiert wäre, wenn ich jetzt noch zwei, drei Tore mehr gemacht hätte. Jeder Sitzplatz, der frei geblieben ist in Salzburg, glaube ich, war ein Sitzplatz zu viel für dieses Spiel. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil das Stadion ist ja wunderschön. Und das Spiel war, denke ich auch, genauso wie das erste Spiel, keine Sekunde langweilig. Und das ist einfach toll. Ich weiß auch, dass man das nicht bis ans Ende seines Lebens fortschreiben kann, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Und jetzt sind wir natürlich alle aufgerufen, sozusagen auch ein Ergebnis mit 3 Punkten abzuliefern. Dass das nicht einfach wird, brauche ich nicht zu erzählen. Das wird sicherlich der Trainer gleich sagen. Ich habe 2 Spiele gesehen der Bundesliga. Das eine war in der Südstadt bei Admira. Da hat mir hinterher irgendjemand gesagt, in der Südstadt, da wohnen die Häuslebauer, da geht keiner zum Fußball. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, weil da waren 3 Tribünen komplett zuschauerfrei. Das war in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es ist auch die Ausnahme, weil dann war ich kurze Zeit später in Ried und habe das Spiel gesehen und das hat dann natürlich auch Spaß gemacht, weil das Ambiente da auch sehr, sehr gut war. Beim ersten Spiel lag es möglicherweise auch ein bisschen an den Zuschauern, an den Witterungsbedingungen abends und es war auch sehr kalt. Aber insgesamt fühle ich mich wohl, kann ich nur noch mal wiederholen. Mir macht es Spaß und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, Rapid gegen Sturm ist schon über einen längeren Zeitraum eigentlich immer oder gehört immer schon zu den besseren Spielen in dieser Liga. Es ist auch jetzt das Duell zweier Tabellennachbarn, Dritter gegen Vierter. Wir wollen nach dieser Partie ein bisschen einen Polster zu Sturm aufgebaut haben. Das Ziel ist ganz klar, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, also klar, wir brennen auf jeden Fall. Wir wollen gegen Sturm gewinnen. Ich will auch gegen Sturm gewinnen. Ich will auch treffen. Das ist klar, das liegt ja jetzt nicht an der Mannschaft, sondern wir wollen ja gegen jeden jetzt gewinnen. Und nee, Sturm finde ich aber auch, ist eine gute Mannschaft. Also was ich jetzt von denen gesehen habe, sind die schon echt in Ordnung. Aber trotzdem, dürfen uns nicht gefährlich werden, weil wir einfach von der Qualität her eigentlich klar besser sind. Wie gesagt, die 2 Runden waren eben unterschiedlich. In Mattersburg waren sie wirklich eine Halbzeit richtig schlecht. Dann hätten sie durchaus auch noch die Möglichkeit gehabt zu gewinnen. Und das Heimspiel gegen Wolfsburg war ähnlich wie unser Heimspiel gegen Wolfsburg. Sie waren schnell 1-0 hinten und Wolfsburg hat richtig gut gespielt, muss ich auch sagen. Und ihnen ist wenig eingefallen an diesem Samstagabend, was jetzt für morgen nicht unbedingt was bedeutet. Also wir lassen uns da jetzt nicht irgendwie einlullen, dass da, weiß ich nicht, atmosphärische Störungen gibt oder dass die jetzt auch nur einen Punkt haben aus 2 Spielen. Wir haben Respekt vor Sturm, wir wissen, dass die gut Fußball spielen können und an uns wird es liegen, dass wir besser spielen wie sie. Boskovic ist auf alle Fälle im Kader. Bis jetzt ist mir das, glaube ich, immer gelungen, dass der, der ganz sicher spielt, immer bei mir bei der Pressekonferenz mit war. Und das wird vermutlich auch diesmal der Fall sein. Allerdings, dass er noch kein Tor gegen Sturm erzielt hat, macht mich jetzt vielleicht ein bisschen nachdenklich. Na, aber mit Terenz waren wir wirklich sehr zufrieden, möchte ich auch einmal an dieser Stelle sagen. Hat der Vorbereitung immer wieder Probleme gehabt, hat deswegen nicht den ganzen Umfang mitmachen können, hat immer wieder dann auch extra Schichten eingelegt und deswegen war er von Startweg auch nicht gegen Austria dabei. Und ja, so wünschen wir uns alle in Terenz, so wie er in Salzburg gespielt hat. Und deswegen spielt er zu 99% morgen. Also ich meine, wo man nicht nachdenken muss, einfach versuchen muss, den Ball aufs Tor zu bringen, jetzt gerade bei Direktabnahmen, da ist natürlich am einfachsten. Und ja, nur jetzt, wenn man jetzt mehr Zeit hat, dann muss ich mich noch ein bisschen besser anstellen. Es kommen keine besseren Gegner mehr. Wenn wir mit dieser Einstellung reingehen, die wir zweimal gefunden haben,
unsere Nerven ein bisschen besser unter Kontrolle haben, die doch oft aufgetretenen Fehler reduzieren können, dann werden wir viele Spiele gewinnen. Das habe ich gesagt. Sturm ist Vierter, Sturm hat auch erst einen Punkt gemacht im Frühjahr. Wird ganz sicher eine enge Partie, weil Sturm auch ganz sicher einige Spieler am Feld hat, die jeder Mannschaft in Österreich wehtun können. Aber Sturm ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die hinten drin steht. Sturm hat aus meiner Sicht auch sehr viel Qualität in der Offensive mit Sukuta Baso, mit Okote. Und die können nicht hinten drin stehen. Deswegen erwarte ich mal einen offenen Schlagabtausch. Wir haben unser Heimspiel, wir wollen unbedingt das erste Mal im Frühjahr gewinnen und wüsste jetzt im Moment nicht, was dagegen sprechen könnte. Wir sind alle gut drauf. Ich muss zwei Spieler ersetzen mit Schrammel und Bichler. Dafür habe ich zwei andere wieder zur Verfügung. Alle sind fit und deswegen schaut es gut aus. Die haben wir jetzt, wie gesagt, einmal die zwei Spiele von Sturm im Frühjahr angeschaut. Und ja, da waren sie nicht gut, aber wie gesagt, das wissen wir, dass das sich sehr schnell ändern kann. Das ist jetzt ein positiver Druck in einem Heimspiel, wo ich fast den ganzen Kader zur Verfügung habe, wo wir alle ganz gut drauf sind im Moment. Werden wir sehr hungrig sein morgen, um die drei Punkte einzufahren.